Damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Karlsruhe gegen die 1860 Boys. Und die KSC Boys sind momentan gut drauf, bis auf Hani Mukta. Aber dafür ist Greytown Krebs ja mega gut drauf. Und ja, gucken wir mal, was wir hier so machen können. Dusch nehmen wir erstmal in die Startelf. Nee, den bringen wir weiterhin als Joker. Mukta immer noch schlecht drauf und Schuster bringen wir auch mal mit. So, zwei neue und dann können wir sagen, spielen, bewölkt. Oh nö. Aber nicht regnerisch, ne? Nur bewölkt. Und Torwart auch. Diese Challenge wieder. Oh. Ja, der Abwurf war stark, aber Urleshausen ist ja kein moderner Torwart. Komm, mach weiter. Och, bitte dich. Voll in die Bande geknallt. Schön zum Gegenspieler abgeworfen und es dauert ewig. Na doch schneller. Jetzt mal voll durchziehen und dann treffen wir das Ding. Würde aber eh nicht mehr reichen. Da hätte man jetzt schon die Treffer haben müssen. 1500. Immerhin. Und jetzt da hinten die Dinger treffe ich eh nicht. Ich weiß, ich müsste dieses Skillspielchen nicht machen. Ihr habt es ja auch alle schon tausendmal gesehen. Deswegen springen wir jetzt einfach. DFB-Pokal, unsere Aufstellung. Tabelle gibt es hier keine. Nichts Neues. Komm, mach weiter. Ah, Michanski nochmal. Zentrale mit Krebs und Alibas. Und ja, die Aufstellung von Dings. Laut auf der Bank. Stefan Hein. Adlung, der hat in der Liga nicht gegen uns von Anfang an gespielt, oder? Wieder im heimischen KSC-Stadion und wir machen wie in der Liga vorne direkt Druck. Um früh die Bälle zu erobern. Um dann nach vorne marschieren zu können. Wobei Brandt da ein bisschen lahmarschig ist. Witztun, der Ball ist stark. Der Ball ist stark, wird aber abgefangen. Ja, für Witztumsverhältnisse war der stark. Jabo, das war auch stark. Das war auch stark. Anrennen, Jabo. Oh, da verspringt der 100 Meter. Weiß nicht wohin. Krebs ist da. Lurado. Krebs. Mit dem Pass eigentlich zu Jabo, aber der kommt nicht an. Ja, schießt er noch 100 Meter hinter, du Penner. Lieber mit Jabo hier drauf, dann wissen wir, dass wir den Ball auch kriegen, weil der hat einen Zweikampfwert, der kann sich sehen lassen und die lassen den Ball natürlich ins Auslaufen, damit Jabo nicht nochmal kommen kann. Schweine. Dann holt eben Krebs den Ball, ist mir doch egal, wer den holt. Ach, Krebs, du bist so arschlangsam. Dorado stark, Zuck, Jabo defensiv stark, aber offensiv, apropos stark, der spielt den Ball hier gut und kriegt den Ball auch wieder, aber stark von Gulde. Er erstmal mit dem Befreiungsschlag. Kretsche sitzt nicht, dafür sitzt der Pass, aber der sitzt auch nicht. Zähe Partie bisher. 1860 macht eigentlich das, was ich machen wollte. Früh draufgehen und so den gegnerischen Angriff stören. Zuck jetzt mal mit dem genialen Pass auf Michanski. Der muss es jetzt machen. Und Kiraj ist da. Aber immerhin kam Michanski diesmal zum Abschluss. Das ist doch das, was ich sehen will. Guter Ball in die Schnittstelle der Abwehr der beiden Innenverteidiger und dann schnell den Abschluss gesucht. Natürlich ist Kiraj jetzt bei Fulham in echt gewechselt. Schindler. Boah. Krebs. Oh. Richtig so. Richtig so, KSC-Boys. Druck machen hier vorne. Gar nicht erst hinten hinkommen lassen. Da sind nämlich unsere Schwachstellen. Jabo steckt den durch für Krebs. Ein paar Problemchen bei der Ballannahme. Jabo auf Witzboom.
Witz tun zum Gegner. Und dann kommt er nicht hinterher. Stoppelkamp, clever. Zuck, dann mit der klärenden Aktion. Jurado sieht, dass da Krebs ist, aber der ist überhaupt nicht schnell. Schwierig da mit Krebs. Alibas ist aber genauso langsam. Mann, Leute, Boys, ich brauche ein paar etwas schnellere Spiele, obwohl das nicht mein Spiel ist. Einfach mit Pace, das mag ich überhaupt nicht. Aber ab und an braucht man dann doch schon einen, der ein bisschen Tempo hat. Michanski kann durchstoßen. Michanski bringt er den Ball rum. Hand! Hand! Eindeutig Hand! Alter, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Klarer kann der die Hand nicht spielen. Meine Fresse. Check den Wichser da weg. Alibas und Zuck im Zusammenspiel. Zuck, Zuck, Zuck. Abschluss. Oh, wieder einer dazwischen. Kommt noch immer auf Tor. Ah, Zuck ist halt auch nicht so schnell. Brand bei der Ecke. Die kommt. Nicht gut. Oh, geht aber zum Ball. Oh, oh. Zum Glück bricht der Stürmer hier erstmal ab. Jurado ganz sicher auf Orleshausen. Gordon, Chabo, Chansky zieht da unten Zuck, aber der hat auch nicht die Schnelligkeit, um da mal eben vorbeizugehen. Nein, zum anderen. Aber egal, ist gut gegangen. Zuck rennt genau in den Mitspieler, die rennen sich gegenseitig um und Zuck läuft uns auf. Ah, noch dümmer geht's doch nicht. Und dann kommt hier der Krebs nicht hinterher. Zum Heulen. Stark von Zuck. Oh nein, Schiri! Ach, ernsthaft? Der zeigt auch keine Wiederholung. Man weiß warum. Weil es absolut kein Foul war. Der Stoppelkamp ist clever. Ah, der hält mich doch auch fest, Schiri, sonst kann ich da den Konter fahren. Krebs, Witztum, Chabo mit dem letzten Einsatz, Brand, Witztum. Ah, Mann. Ja, typische Pokalpartie, typischer Pokalfight. Chancen recht ausgeglichen, würde ich behaupten. Und wir können direkt dreimal wechseln, wenn nicht sogar mehrmals, ja. Bei Brand hat das Note, da bringen wir mal Kempe für. Und tauschen mit Witztum. Dann kommt unser Sturmjoker Dux und Öztunali kommt dann für den Krebs in die Partie. Ein bisschen mehr Tempo vielleicht. Wobei Öztunali auch kein Tempo-Ungeheuer ist. Ja, sind alle halt schon platt, ne? Englische Woche, kennen die nicht so. Gibt unser Kader auch eigentlich nicht her. Aber mit Duchsboy, da ist schon einiges möglich. Kempe und Witztum. Kempe hat schwere Probleme mit der Ballbehandlung. Witztum müsste mal laufen. Bring mal die Flanke, ist okay. Wäre eh zu kurz gewesen, aber immerhin. Kempe. Flanke. Abgeblockt. Ecke. Super. Ecke ist eigentlich immer das Beste, was wir haben können, ne? Momentan. Gerade wenn die so kommen. Oh. Gulde. Schön mit dem versuchten Aufsetzer. Aber Kirai ist natürlich ein Torwart. Der beherrscht sowas. Oh nein. Der darf ja niemals den Pass spielen. Aber der ist weg. Abo, Alibas, Witztum, nimmt Kempe mit. Oh, hab ich gar nicht. Ich hab nach oben geguckt.
gar nicht aufs Feld. Shame on me. Kempel macht das dann wiederum stark. Rutsch vor allen Dingen noch stärker. Ah nein. Na, ist natürlich ein Verteidiger vom Format, ne? Oh oh. Das Doppelkampf ist verdammt stark. Aber Kempel hier auch sehr, sehr gut. Und jetzt mal Duksch geschickt. Der holt sich den Ball auch, Duksch. Oh, hämmert den daneben mit seinem schwachen Linken. Trotzdem stark durchgesetzt, so kennen wir Duksch. Und dann leider von dem Gegenspieler zu sehr bedrängt worden, um da den Ball noch platzieren zu können. Aber genau so was müssen wir haben. Hinten die Balleroberung, dann schnell nach vorne gedroschen. Quasi gedroschen ist nicht das schönste Spiel. Der schmeißt meine Spieler einfach um. Nicht das schönste Spiel. Aufpassen, Jungs. Stark von Jabo. Und jetzt wieder kontern, kontern, kontern. Ab dafür, Duksch. Ah, jawohl, hat noch. Oh. Also der Duksch, der rackert da ohne Ende. Abseits. Mist. Ich dachte schon, der pfeift nicht. Ah, der, ihr seht, der Duksch, der rackert und rackert und ackert und mäht den Rasen hier um. Genau solche Spieler braucht man hier in Karlsruhe. Nicht so ein Kempe mit halbem Herz, sondern eher... Oh. Ach du Kacke. Die Aktion ging komplett in die Hose. Uah. Und die ist noch heiß. Boah. Im Moment ist 60 bissiger. Ey, faul! So, jetzt mal ein bisschen Ruhe rein, wollte ich sagen, aber Zug kriegt den Ball nicht. Witztum, guter Ball, aber da kommt er nicht ran. Ey! Ach du Heilige. Ach du Heilige, das muss doch abseits sein. Riesengrätsche. Alibas. Witztum, Seitenwechsel. Starker Ball. Komm, den hast du noch. Oh Mann! Bisschen leichter für dich. Osaka raus. Laut kommt jetzt rein. Duksch direkt da. Mit der Balleroberung. Schiri, du bist doch behindert. Ohne Scheiß. Das war nix. Nix war das. Bleibt doch einmal in meinen rein, du blöder Ball. Zuck. Guck. Duksch. Ah, im letzten Moment wieder. Öztunali, zweiter Ball in den Rücken leider von Duksch. Witztum, stark in dem ersten Ball. Der zweite bleibt leider nicht in unseren Reihen. Enger ran, Leute. Lassen den Ball jetzt wieder gut laufen. Nee, können nicht jedes Mal ein Buch schicken. Klappt auch nicht. Kann zwar vieles, der macht auch vieles, der Junge, aber immer geht das halt nicht. Und der darf niemals so frei hier durchlaufen. Und vor allen Dingen nicht so vorbeigehen. Ach du Heilige, weg damit. Weg, weg, weg. Nein! Schiri! Ey, was war denn da? Was war denn da? Ich glaub's ja nicht, hier wirst du sowas von verpfiffen. Das ist doch lächerlich. Wir klären den Ball nur. Du darfst hier nicht zweimal einen Knopf drücken. Meine Fresse. Und Laut ist ein sicherer Schütze. Fuck. In der 90. Schiri, das ist so behindert.
Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft, aber der Schiri, der macht uns hier alles kaputt. Oh. Marvin, fucking Dusch. Hä? Was sagst du jetzt, Schiri? Was sagst du jetzt? Was für ein Match, Junge? Mich kriegst du nicht unter, du Pisser. Nicht mit mir, Freundchen. Mich verfallst du nicht. Ja, pfeif besser ab, bevor ich noch ein Tor mache, Junge. Pfeif ab. Geht's halt in die Verlängerung. Meine Boys sind zwar tot, aber wir kämpfen bis zum Umfallen. Meine Super Boys. Mit diesem fantastischen Busch. Auf und zu. Leute, wir haben schon wieder zu viel Platz hier. Ah, falls diesmal kein Elfmeter. Wahnsinn. Denn jetzt los? Komm hier nicht mehr an den Ball! Gib den scheiß Ball her! Oh. Ja. Willst du, dann lauf doch durch. Guter Ball von Dusch. Willst du Matten noch? Bring die Flanke! Abseits. Oh, hätten die eh nicht gemacht. Sollte auch eigentlich länger auf Dusch kommen, die Flanke, aber so weit kommt der Witzdum wahrscheinlich nicht. Ha, ha. Oh, da spielt er den als Lupfball. Hätte er nicht flach spielen können. Komm, Dusch, weiter sauber arbeiten, Junge. Sauber. Oh, zweimal zu früh, die Grätsche. Komm, außen wieder dicht. Na, die sind halt außen unberechenbar. Mal klappen sie ab. Boah. Junge, Junge, Junge. Na, es ist halt schwer zu verteidigen dann, wenn man die Flanke. Die Flanke muss man verteidigen. Kopfball ist nachher einfach nur Glückssache. Ah, der läuft gar nicht. Der Herzog will nicht laufen, aber der Dusch will laufen. Ey. Oh. Jawohl, Jabo. Ach, Schiri. Ah, Elfmeterschießen stehen meine Nerven nicht durch. Vor allen Dingen sind meine Boys fertig. Vielleicht irgendwie einen letzten Angriff. Frag mich nicht, wie. Machen wir es mal wie eben. Ali passt so ein bisschen hier und dann hier ein bisschen. Dann brechen wir ab, spielen dann hier lang, dann da lang. Götzkunali sucht mal den Weg Richtung Tor, bringt die Flanke. Ah, Kirai. Ah, Alibas wäre eh nicht so der Kopfballstärkste gewesen. Jabo wird wieder gedrückt von Laut. Gulde stark. Ah, fuck, wenn Gulde hier rausrückt. Ey, der schiebt doch meinen Spieler weg, der Stahl. Das ist so unfassbar, Schiri. Der schiebt meinen Spieler weg. Ja, sieht man natürlich nicht. Wird nur die Augen auf den Torschützen. Da kann man auch nicht auf der Einstellung sehen, ob es abseits war. Ey, der Schiri, der will mich echt verpfeifen, ne? Oh. Ich hab auf Ali Bas gepasst, Junge.
Gib den Scheißball her, wir haben keine Zeit. Oh, ein Witzturm ist zu langsam. Alibas nochmal auf Dusch, der wieder gehalten wird und eh schon tot ist. Ah, Mist. Jawohl. Aber Witzturm, der kann doch nicht schießen. Ah, und dann pfeift der wieder ab. Scheiße, meine Jungs haben gut gekämpft, aber der Schiri durch zwei dämliche Aktionen verpfeift er uns hier, die man natürlich nie wieder zu sehen bekommt, die Aktionen, weil sie absolut Mist waren. Egal, ich bin stolz auf meine Jungs, ich will mich auch nicht auf diesen scheiß Schiri hier einschießen. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde schon, dass der uns eindeutig verpfiffen hat. Zum letzten Spiel. Wollen die mich verarschen? Ich kann doch nichts machen, wenn der Schiri mich verpfeift. Duksch gibt Gas. Das stimmt definitiv. Wir motivieren die Boys nochmal gegen Kai Sandhausen. Bisschen Geld, ja, damit können wir nicht viel anfangen, aber was soll's. Was die kommende Partie angeht, Duksch, ja, du wirst wahrscheinlich spielen, hoffe ich mal. Ayeti ist auch 20, das heißt, den könnten wir auch nicht verpflichten. Ja, Duksch, du wirst auf jeden Fall irgendwann mal spielen. Und ob er in der nächsten Partie schon spielen wird, das seht ihr, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar hinterlasst. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part gegen Sandhausen. Bis dann, ciao, ciao.